4-7. Gruß an die Jungs. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe da hin. Dann machen wir natürlich ein bisschen Schleichwerbung von Seite. Wenn wir schon reden, machen wir ein bisschen Schleichwerbung. Ja, schon, ne? Damit die nächsten 12 Monate kostenlos sind. Alles gut. Ich muss noch meinen Friseur nicht mal. Und und dann habe ich halt im Gym angefangen. Dann halt mit Grappling, Kickboxen, MMA, die ganze Palette und dann irgendwie on-off die letzten 10 Jahre. Das ist jetzt fast ziemlich genau 10 Jahre her, dass ich damals angefangen habe, 2014. Und dann habe ich immer wieder trainiert, dann wieder Pausen, dann wieder trainiert, dann wieder Pausen. Und in diesen Pausen habe ich halt Bad Rap gemacht. Und jetzt und so gerade machst du kontinuierlich auch Kampfsport? Nee, ich bin jetzt seit, ich wohne jetzt seit Oktober in Köln und habe in einem Gym da angefangen. Und da habe ich halt dann so 3-4 Monate doch relativ kontinuierlich trainiert. Aber dann kam das mit den Rap-Battles irgendwie wieder hoch, also seit November irgendwie. Also dann wurde es wieder so ein bisschen unregelmäßiger, ne? Weil ich halt einfach den Fokus... Okay, gelagert hab. Pass auf. Genau. Du bist bei mir, das heißt, ich dribbel mich komplett in die Vergangenheit. Ich will wissen, who the fuck is Shao Lum, Bro? Also wir haben mitbekommen, der Bruder ist auf jeden Fall Motherfucker-mäßig durch die Schule gelaufen. Der hat da High-Kicks verteilt. Und die Leute haben so einen Respekt vor ihm gehabt, dass sie ihm gesagt haben, er ist ein Shaolin-Kämpfer und der heißt Lum, wir nennen ihn Shao Lum. Korrekt? Das ist richtig. Okay. Jetzt. Er hat es nicht verneint, dass er auf jeden Fall Motherfucker war. Klar. Er hat es nicht verneint. Schau mal um. Du bist wie viele Jahre alt, Bruder? Ich bin 25. 25? Ja, ja, fast wie ich. Wie viel bist du denn? Ja, so ungefähr. Ungefähr? Ja, so 25. 25. Ja, so ungefähr. Um das minus 10. um den Dreh. Auf jeden Fall, du bist aus dem Kosovo? Genau. Also ursprünglich aus Kosovo, also meine Eltern kommen aus Kosovo. Ja. Ich bin in Deutschland geboren und mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß gar nicht, das war's. Ich habe tatsächlich auch bosnische Verwandte. Mein Vater hat auch so bosnische oder montenegrinische Wurzeln noch. Wir haben also Verwandte, die zum Beispiel gar kein Albanisch kennen, aber ich bin mit denen verwandt. Aha. Ich habe das als Kind hinterfragt. Ich war immer so bei der Tante von meinem Vater und die haben alle bosnisch geredet. Mein Vater kann natürlich auch serbokroatisch, also bosnisch, ne? Kroatisch und so weiter. Meine Mutter auch. Wir können das, wir Kinder aber nicht. Ne? Ein paar Wörter natürlich, klar. Wie geht's? Kakusi? Ne? Und so weiter und so fort. Die Grundverdächtigen, genau, ja. So, was man alles wissen muss, wenn man über die Grenze fährt. So, ne? Ja, ja. Zum Schutz. Desidero Zakafo, 10 Euro für einen Kaffee, weißt du, so, damit der sich weiterlässt. Bruder, ich hab dir erzählt gehabt, ich war auch in Kosovo vor kurzem. Ja, wir haben da ein bisschen was mit Waisenhaus gemacht und so. Und Bruder, an den Grenzen geht's ab, Bruder? Ich weiß nicht, wie die Lage aktuell ist. Ich war jetzt schon seit eineinhalb Jahren nicht da und in letzter Zeit wurde es ja alles so ein bisschen heißer. Ich bin links, Bruder, ich bin aber über die Grenzen gefahren. Dankeschön dafür, Cousin Enno Kosov, ich küsse deine Augen, mein Bruder. Wir sind über die Grenze gefahren, von Deutschland raus über Österreich. Ja. Österreich, Slowenien, Montenegro, Kroatien, Albanien. Slowenien, Kroatien, dann Montenegro. Kann Montenegro, sein. Genau. Ja, genau. Ah, genau. Kroatien, ja. Montenegro, Albanien, Kosovo. Kosovo, okay. Ja. So. Ja. Sehr schöne Natur habt ihr da, Alter. Der Balkan ist schön, ja. Danke. Ja, schön. An der Grenzen geht's ab, Dicker. Also wirklich mit dir, guck mal, Zigarette ist okay, oder guck mal, ein Schachtel Marlboro so, ist okay, wir lassen dich durch ohne Probleme und so. Ja, das sind aber Sachen so, die sind schon ewig so. Ja. Will man so sagen, muss man hinnehmen. Das gehört dazu. Aber das mal beiseite. Bruder, ich sag dir ehrlich, mein Name ist Gazi47, Bruder. Ich bin Rapper und ich bin Streamer. Hin und wieder bin ich auch Bundeswehrsoldat oder Fremdenlegionär bin ich auch manchmal. Hin und wieder bin ich auch Arzt. Okay. Und ich bin Pferdeflüsterer. Und das alles, was ich an Erfahrung gelernt habe, gebe ich weiter an die Kusi-Gang. Ja? Und mit der Kusi-Gang, ach, Fallschirmspringer und Koch bin ich auch, genau. Fallschirmspringer und Koch. Das alles teile ich mit der Kusi-Gang. Und das alles, was du hier siehst, ist die Kusi-Gang, ja. Das alles, was du hier siehst, hier im Stream, ist die Kusi-Gang. Und die Kusi-Gang hatte mich damals aufmerksam gemacht auf Shao Lum. Zieh dir mal ein Battle rein von Shao Lum. Und ich sag dir ehrlich, Bruder, ich bin ein Fan von Deutschrap. Und ich liebe Battle Rap. Als ich gehört habe, Shao Lum, habe ich mir gesagt, okay, ist jetzt keiner, den man auf dem Schirm hat, was den Namen angeht.
Das ist jetzt kein, Dings, ne? Das ist jetzt keine Konfrontation oder. Kein Front, alles das gut. Ist kein Front, Bruder. Erzähl weiter. Ich bin halt Dings, Bruder. Also vom Rap am Mittwoch, die üblich Verdächtigen halt so. Das was ich verfolge. Da habe ich gesehen, der 4-7 macht das. 4-7 ist bei mir kleben geblieben bei dem Battle, was er damals gemacht hat mit dem Kollegen von Kollega. Und ich habe das dann gesehen und habe gesagt, Bruder, was, Alter? Was ist da passiert? Du hast den Typen, der die Beine weggezogen. Kusi Gang, welches Battle war das nochmal? War das der Albaner? Das erste Battle, was wir geschaut haben, war der Albaner gegen den Türken, ne? Korrekt? Genau. Das war zu hart, Bruder. Was soll ich dazu sagen? Das war zu hart, Bruder. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es nur so ein Lucky Punch. Okay. Habe ich mir gedacht. Vielleicht ist jemand, der hat sich da maximal drauf vorbereitet, ist ein Lucky Punch. Und dann hab ich aber gesehen, der Albaner gegen Italiener, korrekt? Franzose gegen Italiener. Ja, genau, der Franzose gegen Italiener, genau, korrekt. Da habe ich mir gedacht, okay, noch ein Lucky Punch. Und dann habe ich aber Dings gesehen. Lumumba. Albaner gegen Afrikaner. Der Albaner gegen Afrikaner. Da habe ich mir gedacht, nein. Das ist kein Lucky Punch. Das ist keiner, der einen Lucky Punch setzt. Das ist jemand, der sich da hinsetzt und genau weiß, was er tut. Jede Zeile ist genauso geschrieben, wie er sie haben möchte. Und sie wird auch genauso rübergebracht. Ich habe eine Frage. Erzähl. Bevor du in das Battle gehst, mein Bruder, stellst du dich vor dem Spiegel und übst genau das, was du übst deine Performance? Ich hab keinen Spiegel in meinem Zimmer, außer im Bad, das ist aber nicht zu eng. Aber nachts, wenn ich übe, dann reflektiert mein Fensterglas quasi so. Ich sehe quasi mich selber dann also komplett. Also ich habe so ein großes Fenster. So wie hier. So ein Fenster von Boden bis nach oben. Ja. Also so Fensterglas. Da sehe ich mich dann in Unterhose und Unterhemd. Nicht mal Unterhemd, nur Unterhose und Socken. Und da performe ich das. Also das, was ihr auf dem Video seht, das seht ihr von mir in meinem Schlafzimmer nur in Unterhose. Weil da übe ich meine Parts. So übe ich meine Aber Parts. Detailliert. Detailliert. Ich muss erstmal schreiben. Ne? Also ich muss erstmal Ideen sammeln, das dauert Monate, Wochen. Dazu kommen wir, okay, dann, kommen wir noch. Wir kommen sofort dazu. Erzähl. Du performst das maximal, Bruder. Ja. Jemand, der so performt, jemand, der weiß, zu welcher Zeit wie er sich bewegen muss, das ist jemand, der am Abend zuvor das 30, 40 Mal geprobt hat, Bruder. Ich probe nicht alle Movements für jedes Wort, was ich quasi rappe, alles 100% einstudiert. Ich mache das mehr nach Gefühl. Ja. Aber natürlich übe ich das trotzdem 50, 60, 100 Mal. Ne? Also ich muss mich trotzdem gut vorbereiten, weißt du? Ja. Ich muss sagen, zu dem Albaner-Türke-Battle, ich habe erst ein paar Tage vor dem Battle entschieden, das so energisch zu machen, mit so viel Energie. Okay. Ja, das kam ganz spontan aus dem Nichts, ich weiß nicht. Und eigentlich, ich habe ja früher schon seit 2015 Rap-Battles gemacht. Für die von euch, die mich schon was länger kennen, die kennen die Battles von mir. Und das war auch immer alles sehr lustig und ich habe immer darauf Wert gelegt, dass die Leute lachen. Aber performancemäßig war da viel weniger los. Ich habe vor kurzem so einen Sprung gemacht, wo ich angefangen habe zu tanzen und so ein bisschen, ne, weißt du. Und ich habe mir dann aber auch bewusst immer so Beats ausgesucht, wo man sich drauf bewegen kann, ne? Ja. Tanzbare Beats. Ja. Ob das jetzt R&B war und dann so ein bisschen, weißt du? Oder ob das dann so ein Jewel-Type-Beat ist, wo so richtig Feuer ist, wo du richtig drauf abgehen kannst. Und ja. Hauptsache, ich kann mich drauf bewegen und ich kann alles zeigen von dem, was ich gerne mache und kann, so, weißt du? Also sowohl halt rappen und singen, als auch tanzen. Auf was legst du Wert? Im Battle. Ist es jetzt das Textliche, das Lyrische? Oder versuchst du, das schleifen zu lassen? Also ordentliche Parts und denkst dir immer zu, ich schreibe jetzt einen Part, aber versuche ihn mehr mit meiner Performance zu erniedrigen, indem ich die Crowd verzauber und ihn so bloßstelle. Also ich denke gar nicht so sehr an das Bloßstellen.
Ne? Also ich für mich ist das in dem Battle, ich will den Gegner gar nicht bloßstellen. Nein, überhaupt nicht. Nee, ist wirklich so. Also ich will eigentlich nur, dass die Leute lachen. Ich will, dass die Leute das witzig finden und lachen. Also ich bin von Natur aus schon immer jemand gewesen, schon seit ich klein bin. Ich wollte immer irgendwie die Leute, ich hatte immer was zum Zeigen. Ich wollte immer, weißt du, also. Ja, sie lachen, aber ja. Sie lachen deinen Kontrahenten aus. Sie lachen mit dir, aber sie lachen mit mir aus. Das ist ja das Battle. Aber ich ziele nicht darauf ab, boah, ich will den so zerstören, dass alle den am Ende auslachen oder so. Das ist nicht meine Intention. Meine Intention ist, dass sie lachen wegen mir. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte sie zum Lachen Entertainment bringen. Entertainment auf höchstem Niveau. Genau, also das ist im Vordergrund auch. Ne? Also in der Performance, was im Vordergrund steht, ich will die Leute unterhalten. Also mir, wenn ich hier irgendwie ganz ernste Texte jetzt schreiben soll und den irgendwie so komplett irgendwie analysieren muss und dem seine ganze Vorgeschichte, und das ist gar nicht mein Film, das habe ich nie gemacht. Darüber haben wir auch gerade gesprochen. Ja. Ich habe gesagt, Shaolin, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich sehe dich auf einer Rap-Battle-Veranstaltung, ja, aber gegenüber Kontrahenten, die wirklich schon jahrelang Battles machen. Also wir haben hier Top-Tier-Takeover, wir haben den Cynic, wir haben Mighty, verschiedene Charaktere, wo ich gesagt habe, ich würde es mir wünschen, für jemanden, der so stark abliefert, in Form von Performance, du machst ja irgendwie alles, Bruder, du singst, du tanzt und du rappst, Bruder, alles drei in einem, ich hab das so in der Form noch nie gesehen. Und Schauspiel hast du noch vergessen. Und Pünktlichkeit. Und Pünktlichkeit und Schauspiel. Dieses Singen und Tanzen und Rappen, das alles in einer Person gab es noch nicht. Bin ich der Meinung. Und wenn man jetzt ihn in so einem Rap-Battle-Ding tut, wo die Leute schon einige krasse Battles hinter sich haben, mir würde es auf jeden Fall gefallen. Aber du verneinst das, Alter. Ich verneine, genau, also diese, mich auf das Rap-Battle zu beschränken. Also ich habe halt andere Pläne auch aktuell. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Ich will gerade einfach was anderes machen. Und ich habe jetzt diese Battles auch vor allen Dingen, also bei 4-7 jetzt, die ich hatte, genutzt, um meine Charaktere zum Leben zu erwecken. Ja, ich habe halt diese Charaktere. Ich habe Matteo, den Franzosen. Ich habe Lumumba, den Afrikaner. Und da waren das so versehentlich entstanden, sage ich mal. Ne? Also ich bin ja wirklich Albaner, ne? Aber Albaner als Rolle. So, dass ich da halt anfange so zu reden, als wäre ich gerade, weißt du? Ja. Weißt du, da wo wir eben erstens waren, da war ich letztes Mal in Mittagspause. Ja. Bruder, ja, so, den zum Beispiel. Ne? Also das ist ja auch etwas, das... Aber lernt man den? Oder hat man den schon drauf, wenn man Albaner ist? Wenn du Albaner ist? Bist, hast du den, glaube ich, schon drauf. Weil alle, also meine Geschwister, meine Familie, wir können das alle nachmachen. Man hat den. Ich glaube, man hat den. Wenn man Albaner ist, hat man den. Alle, die ich kenne, die können das nachmachen. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, dass ich kann. Okay. Aber... ja, keine Ahnung, ich bin einfach, diesen Albaner habe ich irgendwie zum Leben erweckt, so versehentlich, sage ich mal, also nicht geplant. Aber den Franzosen und den Afrikanern, die hatte ich auf jeden Fall drin. Und ich habe damals das Albaner-Türke-Battle angenommen, weil ich dachte, boah, das ist eine geile Chance für ein Battle, was auch viral gehen kann. Mhm, ne? Einfach wegen dem Slogan, Albaner gegen Türke. Krass. Oh, da hast du auf jeden Fall schon direkt zwei Völker, die sich da rein... Die sich da reinstürzen. Und, so. Und wir wussten das von Anfang an, dass das viral gehen wird. Und ich wusste auch, dass... ich jetzt auch einen gewissen Druck auf mir habe, ne? Weil jetzt steh ich da natürlich auch mit der albanischen Flagge hinter mir, weißt ja, du? Ja. Ich muss hier abliefern, verstehst du? Und ich habe halt dann die letzten drei Wochen vor dem Battle, das war wie eine Wettkampfvorbereitung, also wie für so einen Kampf, wo du dich vorbereitest. Da ging nichts anderes mehr. Ich konnte nichts anderes machen. Ich hatte zuletzt noch gearbeitet, Teilzeit. Ich habe gearbeitet, dann bin ich nach Hause, ich habe dran geschrieben oder Ideen gesammelt oder weitergeschrieben und so weiter. Und ich habe eigentlich nur noch das im Kopf gehabt. Ich habe abends dann irgendwann in der letzten Woche die Texte auswendig gelernt. Ich habe abends vom Schlafen gehen, wenn ich todmüde war, wenn die Augen so schon zugehen, so ich so noch die Texte so geplappert, damit die noch irgendwie reingehen. Vor allem, wenn du so richtig müde bist, dann kannst du die am besten auswendig lernen. Mhm. Die letzten paar Tage, ich habe das über Nacht laufen lassen. Ich habe das aufgenommen, ich habe ein Mic zu Hause, ich habe so ein Shure-Mic. Ich habe das aufgenommen, ich habe die Songs nachts laufen lassen, während ich schlafe. Ich habe keine Musik mehr gehört für die letzten 5 bis 7 Tage. Habe ich keine andere Musik mehr gehört, außer meiner eigenen Battle-Runden. Das war meine Vorbereitung am Ende. Ich wusste auf jeden Fall, worauf ich mich da einlasse. So, und ich hatte trotzdem am Ende, war ich immer noch ein bisschen nervös und dachte, hey, so, keine Ahnung, Alter, ich bin nicht genug vorbereitet. So ein bisschen Bammel hat man immer. Aber je besser du vorbereitet bist, umso weniger nervös bist du. Und das ist ziemlich krass, Bruder, weil da merkt man auf jeden Fall, du nimmst das, was du tust, ziemlich ernst. Aber ich glaube, du bist kein Mensch, der jetzt... Du bist kein Mensch, der sich
nur dafür ins Zeug legt, sondern so wie ich einschätze, bist du ein Mensch, der sich in allem ins Zeug legt, egal was er tut. Du bist jetzt keiner, der sagt, ja, also man muss ja klarstellen, ich kenne ihn überhaupt nicht, ja. Ich habe keine, wir haben keinen gemeinsamen, ich weiß nicht, ob unsere Freunde uns sich gegenseitig kennen. Mhm. Ich habe keinen persönlichen Bezug zu ihm. Wir haben uns heute das erste Mal wirklich getroffen. Und während ich mit ihm gesprochen habe und er hat mir von seiner Sicht der Welt erzählt und ich habe ihn von meiner Sicht der Welt erzählt, während ich 50 verschiedene Menschen gegrüßt habe und er versucht zu essen, habe ich ziemlich schnell herausgefunden, du bist ein sehr belesener Bruder. Du bist ein sehr belesener, du bist jemand, der weiß, was er sagt. Du bist auch jemand, der erst nachdenkt, bevor er spricht. 80% von meinem Umfeld sprechen erst und denken dann darüber nach, was sie gesagt haben. Du bist gar nicht so, Bruder. Ich schätze dich auch nicht so ein. Du bist kein, versteh mich bitte nicht falsch, ja. du bist kein plumper Kanacke. Du bist nicht so, also wegen dir würde ich niemals einen Ausraster kriegen und eine Tür kaputt machen. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Ja. Du bist jemand, der weiß, was er sagt. Du bist jemand, der weiß, was er tut. Und ich gehe davon aus, dass du nicht nur Wert auf das legst, in Bezug auf Battle, sondern in allem Allgemeinen, was du anfasst oder machen möchtest. Hm. Du hast mir gerade gesagt, du hast Zukunftspläne, Cousin. In welche Richtung? In viele Richtungen. Ich bin mich gerade so ein bisschen am Sammeln. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich vorgehabt, bevor das Battle viral gegangen ist, dieses Albaner Türke-Ding, habe ich eigentlich vorgehabt, meinen Content komplett auf Englisch zu lenken. Ja, ich habe sogar Englisch, ich habe schon angefangen. Ich habe auf Insta eine Ansage gemacht, so, hey guys, only English content from now on. Und dann habe ich halt gesagt, so, ich würde nur Englisch geben. Und du sprichst fließend Englisch? Fließend Englisch, ja. Fließend? Fließend. Also perfekt. Ja, auch mit Akzent, wenn du willst. Kannst du mit mir auf Englisch reden, Bruder? Ja, welchen Akzent? Ja, welcher Akzent ist gut? If you want, we can do with the Albanisch accent. It's no problem. If you want like this. Das heißt... Du könntest auch die Charaktere so spielen, dass... In Englisch. Auf egal welche Sprache. Egal welche Sprache. Englisch, Französisch, Deutsch, die drei und Albanisch. Ich habe sogar versucht, letztens Albaner mit afrikanischem Akzent zu machen. Was? Leider verstehen, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie viele Albaner hier... Cool, ey, Chat, mach mal Lärm hier. Wie viele Albaner sind hier? Ja, hier sind viele Chiptoris, wenn ihr das hören wollt, dann mache ich das auf jeden Fall einmal. Wo sind meine Chiptoris? Hier im Chat, Alter. Den Albaner auf Afrikanisch. Ich mache das ungern so, ich zeige mich ungern so als normal die Person, die ich bin, wenn ich dann diese Akzente mache. Das heißt, ich habe immer meine Mützen dabei, so. Um dich wirklich in den Charakter hineinzubringen? Dann bin ich da drin. So wie Antoine seinen Jacken zieht und seinen Schnurrbart und so. Von Teddy Comedy kennst du? Ja, klar. Ich mache das mit Absicht, um mich davon abzugrenzen, dass was da auch dann kommt von der Person, wie er redet und so, dass dann das in der Rolle ist. Verstehst du, was ich meine? Wie ein Schauspieler. Ach, du verarschst mich. Ich mache das ernst. Hallo, Bro. Hey, was geht's hier? Lutze, Lumumba her. Wie geht's dir, Bruder? Wir haben dich nicht gesehen, ja? Wie geht's dir? Wie geht's dir, ja? Alles gut bei dir? Alles Beste, danke schön. Yeah, African Man Original. Wie geht's dir, Bro? Ja, Lothar von Hütze. Ich habe ein bisschen Albanisch gelernt, ja? Weil ich war letztes Mal eine kleine Trip gemacht. Ich war in Kosovo. Ich war in Albanien, ja? Da habe ich meine Prinzessin kennengelernt, ja? Und ich hatte natürlich ein bisschen Komfort bei Schiebmetto, okay? Komfort bei Schiebtalien als in der Kursow. Verstehst du? Ja, ich habe verstanden, du hast eine Prinzessin kennengelernt. Ja, genau. In Albanien? In genau da. Okay. Ich habe die in Kroatien kennengelernt. In Kroatien hast du die kennengelernt? Ja, ja. Und danach, wir sind gegangen nach Albanien zusammen, haben Urlaub gemacht. Du hast dann mit der Prinzessin gemeinsam Urlaub gemacht in Albanien? Wir haben zusammen Urlaub gemacht. Du hast sie kennengelernt in Kroatien? Wir haben sie kennengelernt in Kroatien. Und hast Urlaub gemacht in Albanien? Und Urlaub gemacht in Albanien zusammen. Okay. Ich denke mal, du hast auch ihren Vater kennenlernen dürfen. Ja, den Vater habe ich nicht kennengelernt. Nicht? Nee. Aber ihre Familie? Ja, Familie schon. Okay. Und natürlich. Wie hast du dich da mit denen verständigt? Ja, Bro, ich habe Albanisch gelernt. Ja, hast du Albanisch gelernt? Ja, habe ich Albanisch gelernt. Also konntest du Albanisch mit der Familie sprechen? Ja, natürlich ein paar Worte. Pechen, Sätze, ja. Sie jene eine mir, okay? Ja, so habe ich das gemacht. Einfach easy. Versteh mich nicht falsch, Bro. Weißt du, das ist so ein Ding, weißt du? Das ist so ein Ding. Ja, erzähl mir von diesem Ding. Wenn du willst über eine andere Kultur etwas lernen, ja, du musst rein in die Kultur, du musst da rein drin sein. Verstehst du? Du kannst nicht einfach nur die Sprache lernen. Du musst die Menschen lernen. Die du Mentalität. Musst,
du musst die Mentalität, wie lernst du, du musst rein in die Familie, rein in die Haus, du musst alles übernehmen, verstehst du? Und danach, weißt du, erstmal, du hast die Tochter kennengelernt, verstehe ich, cool, ja, danach, du lernst den Vater kennen, yeah. Ja, ich bin traditioneller Mensch, verstehst du? Traditionell. Ich bin Afrikaner, Bro, das ist normal. Normal. So, und danach, so, du gehst da rein, ja, yeah. Und danach, hey, der Vater, ja, ich mag deine Tochter und so, ja, ich würde gerne, weißt du, und dann lässt du noch die Mutter kennen, die Bruder, der dich nicht mag, ja, der denkt so, ey, ja, kennen wir alle. Wollen nicht die Afrikaner hier und so, ja, weißt du? Ja. Aber die haben schnell ihre Meinung geändert. Ja. Ja. Was hast weil du mit mir machst, bei mir machst du keinen Spaß, Bro. Wie haben die ihre Meinung geändert? Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Die haben, ich bin auf Hochzeit gegangen, ja, und ich habe gezeigt, wie ich tanze, Bro. Sie haben sofort gemerkt, der ist kein normaler Afrikaner. Der ist oben Albaner, unten Afrikaner, der ist Albaner aus Ghana, weißt du? Der ist andere Mensch. Auf welches Lied hast du getanzt? Ich will niemanden auf die Füße treten. Wirklich niemanden. Aber ist es okay, wenn man Schwarze sagt? Schwarze? Ja. Was ist das Problem? Was soll ich anderes sagen? Ich weiß nicht, Bro. Ich möchte hier niemanden auf die Füße treten. Da gibt's eine große, da schreibt gerade jemand, ich finde, das muss kurz mal drauf eingehen, schreibt mit Lineal, hahaha. Ist wirklich so gewesen, ne? Also die Leute haben... Die ja, ja, klar. Die haben gesagt, das, ja, ja, den Teil Frankreich, das, der ja, Teil... Ja, ja, ja. Das ist Geschichte, kann man überall nachlesen. Ja. Und ja, also auf jeden Fall, was ich halt sagen wollte, ist... guck mal so, also Leute aus Afrika, ja, egal ja, von wo halt jetzt, ne? Also ob es von Kamerun ist oder Togo oder sonst wo, die kommen auch untereinander, wenn sie zum Beispiel in Deutschland sind, auch anders klar als jetzt einfach ein Schwarzer mit einem Weißen. Ist so. Es gibt einfach eine Verbundenheit. Halt, ja, diese Verbundenheit. Mentalität, die Kultur ist, und auch wenn die unterschiedlich ist. Ja, ja. Aber man ist sich halt einfach sympathischer. Ja, ja, safe. Ist auch so. Es ist so. Man kann nicht sagen, ja, aber das ist Dings. Nein. Ja. Bruder, nein. Es ist nicht Dings. Ja. Ich war im Knast. Mardellis gibt's da nicht. Also Araber aus Mardin gab es nicht in Würzburg. Ja. Aber da waren Syrier. Ich komme mit den Syrier klar. Ja. Besser als mit denen, die halt nicht Araber normal sind. Normal. Es ist nicht rassistisch, ja, oder nationalistisch. Es ist einfach, da gibt's halt diese gewisse Sympathiepunkte, die man ja füreinander hat. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Es ist halt so. Ja. Genauso wie wenn ich, guck mal, Albaner gibt's ja auch, Albaner, ich meine jetzt Albaner als Volk, nicht Albaner als, ich sag's mal, Bürger von Albanien, dem Land, sondern wirklich die Albaner als Volk, gibt's ja überall erstmal auf der Welt verteilt. Und die gibt's dann auch mal im Balkan. Dann gibt's welche, die wohnen in Mazedonien, was heute Mazedonien ist, im Kosovo, Teile von Griechenland im Norden, sogar Teile von Italien noch. So, ne? Mhm. Also es gibt die Albaner zum Beispiel auch, wir sind irgendwo überall auf der Welt. Und wenn man aufeinander trifft und man spricht ja dieselbe Sprache, man kann Albanisch, natürlich werden wir gut miteinander klarkommen. Es ist einfach diese, du hast diese, das kommt einem vertraut vor, es ist vertraut. Es ist das Vertraute, genau, ja genau, ja. Es ist vertraut. Es ist vertraut. Und ist doch was, ist doch voll schön. Du hast was im Schädel, Bruder. Danke, Bro. Verstehst du, was ich war voll verwundert. Ich sag, Wallah, jemanden, mit dem ich sprechen kann, auf Augenhöhe. Das tat meiner Seele gut. Ja. Weil es tut meiner Seele gut. Und umso schöner ist es einfach, mit dir offen zu reden. Nicht nur hier jetzt, ja, wir machen jetzt Battle Rap und komm mal kurz vorbei, machen mal Freestyle und gehen mal wieder. Nein, ich will einfach wissen, wer ist Shaolin, Bruder? Ja, also ich feiere da so übertrieben übrigens. Ne? Ich fühle mich auch sehr wohl hier mit den Cousins und Cousinen. Ja, geil. Wie gesagt, noch erstmal danke für die Einladung, das habe ich noch gar nicht gesagt und danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auch jemand, der im Privaten keine Oberflächengespräche führt, so, weißt du? Also überhaupt nicht. Also ich gehe gerne in die Tiefe, also mit all meinen engen Freunden, wir reden stundenlang über keine oberflächlichen Sachen, ja. Und wenn es mal irgendwie um irgendwas geht, dann ist es irgendwas Wichtiges, was uns irgendwie gerade im Leben beschäftigt. Irgendwie, der hat irgendwie seine Mission, jeder hat irgendwie seine Mission, weißt du? Mhm. Und man tauscht sich so ein bisschen aus, man gibt sich Tipps, man gibt sich Ratschläge. Und ich bin von Natur aus einfach ein sehr offener Mensch, aber auch ein sehr wissbegieriger, weißt du? Ich kann nicht aufhören zu lernen, so, weißt du? Also ich kann nicht aufhören. Streben nach Wissen, Bruder. Übertrieben. Und ich bin, was soll ich sagen, Gott sei Dank, so, ich bin gesegnet irgendwie damit, dass ich so bin, wie ich bin. Ich war schon als Kind sehr früh, ich wollte immer alles verstehen. Und wandelnde, so. Laufende Bibliothek. Ja, das weiß auch noch nicht übrigens, das ist jetzt ganz neu, jetzt Überraschung, ich habe viel Salsa getanzt. Salsa. Na. Doch, ganz viel Salsa getanzt. Na. Zwei Jahre intensiv, so. Und im Salsa gibt es verschiedene Stile. Was?
Das heißt, da gehst du schießen. Ich bin immer noch bei Tanzlehrer. Was? Ja. Du gehst tanzen? Ja, Bro. Also jetzt aktuell leider keine Zeit mehr dafür. Aber vielleicht diesen Sonntag. Vielleicht diesen Sonntag noch. Dann. Warte mal ganz kurz. Was? Du gehst tanzen? Also du bist tanzen gegangen? Ich bin tanzen gegangen, ja. Also richtig mit Tanzlehrer? So richtig, Tanzlehrer, Tanzschule. Und so? Also erstmal hat es angefangen damals in Aachen. Also in Aachen war so ist so meine Hood irgendwie so. Also ich bin zwar nicht aus Aachen, ich bin nicht da geboren, aber seit 15 bin da mit diesem Kampfsport angefangen halt. Ja. Und dann über den Kampfsportverein dann zum Tanzen gekommen. Wir hatten quasi den Kampfsportverein und die Tanzschule in einem Gebäude. Ah, okay. So, wir haben die Kampfsportmatte gehabt, da wurde trainiert. Dann wurde die Matte eingerollt und dann kamen so ältere Pärchen, die dann da Salsa und Fachata und so weiter getanzt haben. Grüße an Chami übrigens. Wer ist Chami eigentlich? Chami ist mein erster Tanzlehrer. Chami ist der... Ach, du hast sogar verschiedene Tanzlehrer? Ja, ja, also es hat sich mit der Zeit so ein bisschen entwickelt. Oh mein Gott. Chami ist... jetzt bin ich neugierig, was da kommt hier. Best of Salsa. Boah, das ist ein riesen Spektrum Salsa. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin immer noch bei Tanzlehrer, Bruder. Ja, easy. Ja, das kennt man doch. Das kennt man. Wer kennt's nicht, ne? Ich tanze auch. Was denn? Dabke. Das ist ein Tanz aus deiner Heimat, oder? Ja, es ist ein Tanz aus Levante. Also Syrien, also, Palästina, Libanon. Wie heißt das nochmal? Dabke. Wie? Dabke. Dabke? Ja. Dabke. D-A-B-K-E. Dabke. Dabke. Ja. Dabke. Ja. Aber ich brauche dafür keinen Tanzlehrer. Das kann man einfach. Das kriegt man so, das lernt man einfach mit der Zeit. Lernt man dann wahrscheinlich super verwandte Eltern und so. Ja, ja, geil. Geil. Du tanzt mit der Frau, du musst ja nicht sagen, was sie zu tun hat. Gar nicht. Nur durch das mit der Körperführung bringst du dir in alle Drehungen und alle Figuren, die du willst. In welche Figuren drehst du so? Bruder, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Doppeldrehung, Bruder, Schnickschnack. Alle Drehungen, Bro. Alle Drehungen, Bro. Und alle Positionen. Ich glaube, ich muss gleich den hier wieder anziehen. Warte mal ganz kurz. Okay. Ist das wirklich so, ich finde das gerade richtig interessant. Ist das dann wirklich so, dass man zu dieser Tanzunterricht geht, Salsa-Kurs, und dann hat man so diese ganzen Latinas da und so? Also, gibt es auch Latinas natürlich, aber in Deutschland hast du natürlich auch viele... alle möglichen Kulturen, ne, mittlerweile. Entweder Deutsche, die dann da hingehen zum Tanzen oder du, ja, alle möglichen Leute. Vor allem in Aachen, wo ich halt gelernt habe, ist halt eine Studentenstadt und du hast halt viele Leute, die kommen auch teilweise, was weiß ich, die kommen aus China oder die kommen aus, keine Ahnung, aus Slowenien oder der eine kommt irgendwie aus Schweden und macht ein Auslandssemester oder so. Also da können alle möglichen Leute halt sein und es wird zwar Deutsch gesprochen meistens. Verschiedene Drehungen international. International, ja, und da habe ich, sorry, jetzt wird der Spanier in meinem Kopf. Mein Trainer ist Kolumbianer, der redet so, ich schwöre, ich kann den auch 1-2 imitieren. Ich brauche noch so ein Gimmick, eine Sonnenbrille oder so, dann kann ich auch... Ah, Sonnenbrille haben wir hier. Hast du eine mit so runden Gläsern? Ja, klar, warte. Ich war gespannt. Nein, habe ich nicht, Bruder, aber wäre krass gewesen. Damit geht nicht, das ist nicht authentisch. Was ich sagen wollte, sorry, jetzt habe ich... Ganz kurz, 4-7, warte bitte einmal timeouten, dankeschön, die Cousine ist zu spät. Ja. So, auf jeden Fall, um zurückzukommen zum Salsa, ich habe halt dann irgendwann jemanden kennengelernt, der, wie gesagt, heißt Claude, und der hat halt Privatunterricht gegeben. Wir waren so eine Gruppe von so 10, 15, teilweise 20 Leuten und wir haben kubanisches Salsa gelernt. Das ist ein eigener Stil. Es gibt verschiedene Stile. Du musst dir vorstellen, wie beim Karate, es gibt Shotokan, Kyokushin, Chokuta, ja. Da gibt es auch beim Salsa, gibt es halt auch, du hast LA-Style, New York, Cuban. Welches ist der krasseste? Kubanisch, Cuban. Cuban ist das Krasse, weil Cuban Salsa ist quasi Salsa, das viel enger oder viel näher dran ist an den kubanischen Wurzeln. Mm, du bist viel näher dran. Du bist viel näher dran. Ich verstehe. Du bist richtig drin, weißt du? Du bist drin. Warst du schon mal drin im Baustil gewesen? Ich war schon oft drin im Baustil. Wenn du einmal drin bist, du kommst nicht mehr raus. Und nein, es ist halt geil, weil du hast halt einen Tanzstil, der sehr eng ist an den Wurzeln, weil Salsa ist in der Ursprung afrikanisch. Salsa, was man kennt, so von Latinos und so, ist Ursprung, kommt eigentlich aus Westafrika. Die Sklaven, die damals deportiert wurden nach Kuba, ne? Die mussten ja da arbeiten und so. Und wenn die mal unter sich waren abends, haben die miteinander kommuniziert und das halt oft über Tanz. Die haben halt mit ihren, die hatten halt ihre Instrumente und so, die haben halt Rhythmen gespielt. Und es gab halt Formen von Tanz, das hieß Rumba, also das kubanische Rumba. Rumba. Und da gab es halt verschiedene Stile. Und es gab halt einen Stil, das ist so ein Stil, wo Männer
quasi gegeneinander angetreten sind und einfach die Geschichte des Tages, was sie heute erlebt haben, so von wegen so, ey, heute war ich, hab da, keine Ahnung, ich hab die Steine geschlagen, so mit der Axt, Steine geschlagen, oh, ich hab mich am Fuß verletzt und sie tanzen das so, weißt du, und dann hat mich der... Die spiegeln in ihrem Tanz, in der Tanzperformance spiegeln sie den Alltag wieder. Den Alltag wieder. Und das hat sich dann so entwickelt. Und dann haben auch Männer gegen Männer angetreten, so, weißt du, wer ist cooler, wer ist, ja, weißt du, also du da gab es dann so ganz... Und dann gab es halt auch Rumba Guaganco, das ist quasi... Klar, wer kennt nicht Rumba Guaganco, Bruder? Sorry, Leute. Rumba Guaganco, könnt ihr alles googeln übrigens. Ja, alle, Rumba Guaganco, schreibt man das. Rumba Guaganco. Und das war so ein Tanz, Viervierteltakt, und du hattest einen Mann und eine Frau. Viervierteltakt. Und die Geschichte vom Tanz war, du hast einen Hahn und eine Henne. Und der Hahn versucht die Henne natürlich zu beeindrucken. Besteigen. Beeindrucken erstmal, klar. Mhm. Und will die aber am Ende des Tages will besteigen. Ja. Verstehst du? Und, beeindrucken oder mit einem Bein drücken? Was der Mann macht. Was der das ist der Abschluss. Das ist der krönende Abschluss. Bruder, ich bin gerade voll ehrlich. Ich erzähle gerade wirklich. Bruder, ich bin voll dabei. Wirklich? Bist du echt dabei? Ich bin langweilig. Nein, ich bin richtig drin, Bruder. Weißt du warum? Weil es gibt ja diese ganzen Super-Talents-Show und dann gibt es diese 500 verschiedene Tanzfilme. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, Bruder, steckt ein Sinn hinter den Bewegungen, die sie ausüben? Bruder, wenn du wüsstest, was da für eine Geschichte hintersteht, ist das geisteskrank krass. Und das habe ich alles übrigens vom Claude gelernt, weil der hat uns nicht nur das Tanzen beigebracht, sondern dem war wichtig, dass wir verstehen, was wir da tun. Und es gibt halt so viele Moves, die sich halt irgendwann in diesen Cuban Salsa eingebürgert haben, so, ja. Was halt irgendwie die Bedeutung verliert, weil Leute einfach nur Figuren lernen und dann auf Partys gehen, um cool zu tanzen und geil auszusehen. Aber vor allem diese kubanische Salsa, die Wurzel liegt halt, also Salsa an sich, ist eigentlich in Amerika entstanden, also in den USA. Das ist halt durch Einflüsse von Jazzmusik und was da alles so noch war in Amerika, ist irgendwie Salsa entstanden. Aber eigentlich die Wurzel von Salsa ist Son, und Son ist ein Tanz aus Kuba, von Kuba. Man sagt immer, Son ist die Mutter von allen Salsa, also von allen Salsa-Arten. Son kommt aus Kuba. Und diese Rumba-Tänze und so weiter, diese, was ich dir gerade erzählt habe, wo Mann und Frau tanzen. Ne? Also du hast quasi, ich zeig das gerne mal kurz. Diese mit Hahn und Henne. Hahn und Henne. So, du hast halt so einen Hahn. Müsst ihr euch vorstellen, wie ein Hahn aussieht. Der hat halt Flügel, so, weißt du. Und was ich eben getanzt habe, so, wo ich einen auf Afrikaner gemacht habe, ich habe genau diesen Tanz quasi gemacht. Grad, ja. Du tanzt halt, weißt du, und dann machst du halt mit den Ellbogen, wackelst du halt, als hättest du diese Flügel. Also wärst du ein Hahn. Als wärst du ein Hahn. Ja. Und die Henne... Die ist ja keine Henne, ist ja eine Frau mit einem Rock. Ja, ja. Die tanzt aber die Henne quasi und die provoziert den Mann quasi, weißt du? Das heißt, da ist ein Mann, der versucht, die Henne zu erobern. Aber die Henne macht auf teuer. Und die Henne, die macht auf, nee, komm her. Aber wenn der Mann vakuniert, Vakuna ist der Impfung. Ja, ja. Schwängern. Mit Bein drücken. Nee, mit rein, genau, ja, reindrücken. Ja. Dann blockt die Frau ab. Das heißt, das ist ein ganz klassisches Spiel zwischen... Ja, die macht auf teuer. Das ist Flirten. Da ist ein Mann und eine Frau. Der Mann will die Frau, weißt du, der will die halt, ne, klar machen. Ja, weißt du, hat Bock auf die, ja. Will da hingehen, macht so. Die Frau macht... Weg. Zack. Jetzt muss ich mir vorstellen, Walla, wie geil die das kleine ist. Schranke, warum macht wenn die wenn da 50 Leute, die das kennen, diesen Tanz, drumherum sind. Yeah. Und da sind ein Mann und eine Frau in der Mitte, die tanzen. Weißt du, wie geistkrank geil das ist, wenn die Frau den Mann korbt oder wenn der Mann es schafft, bei der Frau zu landen. Beides ist übelst. Okay, aber was macht die Frau? Was ist das Zeichen dafür, für die Frau zu sagen, ey, okay, der Mann hat mich gekriegt? Es gibt da kein Zeichen mehr. Also der Mann, wenn er gelandet hat, der gelandet. Wenn die nicht geblockt hat, schwanger. Ich? Hä? Wenn der Mann gelandet hat, Frau, ne? Also das heißt, wenn sie nicht gibt, macht die Zwiebel. Und wenn sie geben will, ist die Mandarine. Es gibt nicht, du kannst nicht einfach nur, wenn du da gibst, das macht keinen Sinn. Einfach geben, gibt's nicht. Noch Fragen irgendwie? Ja, hast du es schon mal heimlich gemacht? Was habe ich heimlich gemacht? Dance oder kämpfen? Eine Form von beidem. Also ich mache das nicht heimlich. Nein, machst du es offiziell? Das ist so. Das lernt man. Wenn man in France, in Marseille lebt, dann da lernt man so ein bisschen, wie man sich wehren muss. Natürlich, ja? Auf die Straße und so. Und wie wehrst du dich so meistens? Ja, also ich bin sehr gut mit den Beinen. Mit den Beinen bist du gut? Mir ist sehr gut, ja. Ich habe lange, schlanke Beine. Du hast lange, schlanke. Ein Modell, weißt du, so ein Modell. Und ehe du dich versiehst, ist dieser Fuß in die Gesicht drinnen, weißt du? Das ist, geht sehr schnell. Die Kusi-Gang weiß ganz genau, was für Filme ich hier mache gerade. Die weiß ganz genau, was für Filme ich hier mache. Ja. Ey,
ich finde das einfach unglaublich. Merci, ich denke dir sehr. Das ist einfach, zack, ein komplett anderer Mensch. Er zieht auf, er ist eine ganz andere Person. Es ist unglaublich, voilà. Du hast lange, schlanke Beine, ja? Ja, das ist so. Auf Französisch sagt man dazu, listen compétent. Bitte? Listen compétent. Weil das Französisch? Feuern, Bruder. Weil das Französisch? Ja, listen compétent. Das ist nicht Französisch. Doch, das hat man bei Kevin allen zu Hause gesagt. Da steht für Frauen, die sich ihre Beine rasieren. Listen compétent. Also ich weiß nicht, was das für eine Französisch ist, aber das hast du offensichtlich von einem Hollywood-Film. Das ist nicht Französisch. Doch, Mann, die sagen, auf Französisch sagt man dazu, listen compétent. Das ist eine Frau, die sich die Beine rasiert. Ich habe ein großes Problem, wenn Leute Französisch reden, aber nicht die richtige Betonung machen. Und ich verstehe so. Nicht die Worte. Also entweder du redest richtig Französisch mit mir oder du lässt halt sein. Je m'appelle. Bonjour. Ja, yeah, bonjour. Je m'appelle Gazi. Ja. Je travaille à la partie de chef de cuisine. Ah, très bien. Ja, très bien. Ah, très bien. Mais j'ai vu que tu es aussi un magasin, tu fais le. Tu es un coiffeur ou tu fais les tattoos? Tattoo auch? Oui. Ja, auch Friseur, aber Chef de cuisine meistens. Ah, d'accord. Ja. Ah, das ist d'accord, ja. Ouais, ça t'arrive pas mieux, ça? Ja, es ist immer schwierig. Weißt du, manchmal schreibe ich Gedanken auf und schmeiße sie dann in la poubelle. Weißt du, aber es ah, ist. Ah, okay, ja, das ist. Ich kenne das so gut. Naja, in letzter Zeit, ich bin auch ein bisschen sehr überlastet, weil ich gehe gerne machen. Ich mache Techno-Party, weißt du. Ich war gestern Abend ein bisschen Techno-Party, deswegen ich bin ein bisschen müde. Normalerweise, man sieht mich entweder in Paris oder in Marseille. Ich bin auch DJ, ich mache ein bisschen Musik, weißt du. Ja, ich habe ein bisschen aufgelegt schon und deswegen, ich weiß, ob du kennst mein Lied, Mathieu im Café. Kennen die Leute ihre drin? Können wir hier sofort hören? Mathieu im Café. Und das ist eine Lo-Fi-House-Beat. Ja, genau. Ja, das ist es. Können die Leute das sehen? Ah, ja, super. Ja. Freut mich. Deine Uhr sitzt da nie. Bei uns wird wieder rot und erregt. Und sie fragt, hab ich auf deine Schoß, s'il te plaît. Oui, Mathieu im Café. Deine Uhr sitzt da nie. Bei uns wird wieder rot und erregt. Und sie fragt, hab ich auf deine Italiener, die Schwulste der Welt. Wir sind wenigstens bisexuell. Nein, du bist nicht so intelligent. Denkst, Limoncello ist Musikinstrument. Und hast du noch ein ästlicher Spaß. Deine Haare geleckt wie mein Arsch. Auch dein Vater Giuseppe hat gesagt, du hast zu viele Öl-Spaghetti gemacht. Meine Frauen, oh la la. Deine Frauen, so lala. Doch ich klär deine Monika. Trotzdem, denn sie hat eine große Arsch. Ja, sie kriegt von mir Yves Saint Laurent. Und danach kriegt sie tief meine Schwanz. Ich klatsche auf den Arsch, aber sie ist in Trance. Ah, vive la France. Mathieu im Café. Deine Uhr sitzt daneben. Bei uns, sie wird wieder rot und erregt. Und sie fragt, darf ich auf deine Schoß, s'il te plaît. Leute, wo seid ihr? Wenn sie ihre Puppe drauf bewegt. Und ihr denkt, dass der Omo mich schlägt. Aber nee, er bringt nur Mathieu den Café. Mathieu im Café. Mathieu im Café. Deine Hose ist daneben. Ja, sie wird rot und erregt. Und sie fragt, ob sie auf meine Schoß, s'il te plaît. Und sie sagt, oh, oh, okay. Gesicht ist so, so lala. Aber der Popo ist big. Ich kriege, oh, oh, lala. Wenn sie den Popo bewegt. Gesicht ist so, so lala. Aber der Popo ist big. Ich kriege, oh, oh, lala. Wenn sie den Popo bewegt. Leute, vive la France, vive Marseille. Grüße raus an alle Leute et bienvenue dans le livestream avec Gazi. Fais la brûla, fais la brûla. Mathieu im Café, deine Uhr sitzt daneben. Bei uns wird wieder gut unterwegs und sie fragt, ob ich auf deine Schoß, s'il te plaît. Oui, Mathieu im Café, deine Uhr sitzt daneben. Bei uns wird... Geil, Bruder. Jetzt hast du das schöne Ende, du hast das letzte. Oh, schade. Ah, wieder rot und erregt und sie das war das schöne Ende. Fuck off, Monika. Grüße raus an alle hier auf dem Video sind. Grüße an Chris, Grüße an Lisa, Grüße an. Lisa war die Schauspielerin? Ja. Ghoul, beziehungsweise David. Und Kameramann Andreas. Das war ganz spontan, wir haben das im Burgerland aufgenommen. Mir um die Ecke. Frankreich? Nein, das war in Köln. Das ist ein Burgerland, zum Beispiel ein bisschen. Alles gut, hier. Aus dem Wasser.
Boah, das war anstrengend, ey. Ja, ich hoffe, das hat den Leuten gefallen. Ich glaube, die waren gerade richtig auf... Wir waren gerade alle ein bisschen verwirrt, dass du einfach aufgestanden bist und hast angefangen zu tanzen. Aber es war, du hast es gut gemacht, Bruder. Ich musste das jetzt natürlich jetzt hier schon, wenn schon, also Matteo, der... Ja, perfekt. Ah, super, danke dir. Ja, Matteo ist halt so ein Charakter, der ist halt, das ist eine gewisse Arroganz auch, weißt du, und ist frech, so, weißt du, es hat einen sehr frechen Humor, verstehst du, also sehr, vor allem was so Frauen angeht, ne, also einfach sehr direkt, sehr frech. Charlie Jean. Aber halt auf Französisch. Französisch. Und Charlie Jean, nein, aber das ist halt einfach so dieser Film von Matteo. Bruder, wir haben jetzt, wir kennen jetzt Shaolum. Wir kennen den Albaner, wir kennen Matteo und wir kennen Lumumba. Genau. Lumumba, ich würde ganz gerne in Erfahrung bringen, was du in der Vergangenheit so gemacht hast. Wir wissen jetzt, dass du ein Albaner bist, der Salsa tanzt. Genau. So. Der Salsa tanzt, kam später, haben wir auch schon drüber gesprochen. Nee, das ist Dings. Für die Ende meinst du? Ja. Nein. Ich dachte, er wollte. Ich dachte, ich stinke oder so. Nein. Also, danke dir. Antibakteriell, Bruder. Danke sehr. Danke. Das ist wichtig, Bruder. Das ist sehr wichtig. Danke dir. Ja, aber bevor wir das machen, was ich im Kopf habe, würde ich dir eine wichtige Frage stellen. Du hast gerade erwähnt, dass du studierst im Lehramt. Mhm. Bist du der Meinung, dass deine Online-Präsenz vielleicht Auswirkungen haben könnte auf das, was du eigentlich ausüben möchtest in naher Zukunft? Witzig, ich habe das gerade selber in den Kommentaren gelesen. Ich habe die Frage einfach gestellt. Ich wollte dich eigentlich kurz unterbrechen und sagen, ey, das ist echt eine interessante Frage. Aber perfekt, ja. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Das Ding ist halt, dass ich aktuell auch das Studium erstmal auf Eis gelegt habe. Yeah. Ich hätte eigentlich, beziehungsweise ich habe das Praxissemester angetreten. Also das Praxissemester ist ein Teil vom Masterstudium, also einen Bachelor habe ich schon gemacht. Yeah. Und man macht dann das Praxissemester, da bist du dann so 5-6 Monate in der Schule. Yeah. Und mir wurde auch eine Schule zugewiesen, ich war auch schon da. Das ist Willy Brandt Gesamtschule in Köln, also vielleicht, schöne Grüße. Vielleicht bin ich ja nächstes Jahr dabei. Jedenfalls, mein Betreuer ist auch tatsächlich selber auch Albaner, yeah, also der Lehrer da, der mich betreut hat. Und Ich habe gemerkt, ich bin hier falsch, das ist noch zu früh. Mhm. Ich wollte wirklich, das Battle stand auch an, also ich war in der Battle-Vorbereitung zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich wollte erstmal mich so der Kunst widmen, Musik machen und so, also das waren so meine Pläne zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dem bin ich dann auch nachgegangen. Also ich habe dann wirklich gesagt, okay, Studium ist finito, kein Studium mehr. So, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe dann auch seit Februar dann sehr intensiv oder Januar, Februar dann auch den Sport ausfallen lassen, weil auch das keine Priorität war für mich. Weil gerade das für dich im Fokus war. Weil das im Fokus war, deswegen. Ne? Ich habe zur Zeit doch noch einen kleinen Job gehabt auf Teilzeit. Neben dem Job auf der Uni habe ich noch so als Honorarpädagoge gearbeitet, also auf Honorarbasis. Und da habe ich dann so 3 Wochen, das waren diese letzten 3 Wochen vor der Vorbereitung, sondern noch 3 Wochen Dienst, die ich hatte quasi. Ne? Da habe ich dann auf Teilzeit jeden Tag 4-5 Stunden gearbeitet. Und wie gesagt, das war dann so der Film. Und ich habe die Uni habe ich komplett erstmal weggeschoben. Ich habe auch mich bei allen Dozenten entschuldigt wegen diesen ganzen Hausarbeiten, die ich dann auf einmal nicht mehr abgegeben habe. So, ich habe dann Dozenten versprochen, ey, ich gebe jetzt eine Hausarbeit ab und so. Und dann hat er mich dafür angemeldet und dann auf einmal eine Woche vorher oder einen Tag vorher gesagt, ich kann es auch nicht abgeben und so. Ja, genau wie du es bei mir gemacht hast. Genau wie ich es bei dir gemacht habe. Und ich nehme mir halt viele Sachen vor, ja, und ich halte dann nicht alles ein oder ich verspreche zu viel. Ja, aber es kann passieren. Und ich bin halt ein bisschen verzettelt dann schnell. Ja. Ne? Das ist halt, wenn du von vielen Sachen von einer Sache zur anderen springst, du bist halt schnell verzettelt. So. Mhm. Vor allem, wenn du so einen Kopf hast wie ich, der komplett chaotisch ist. So. Also ich glaube, du bist ein Mensch, du hast im Chaos deine Ordnung. Kann das sein? Würde ich ja mit Ja und Nein beantworten. Okay. Ich würde Ja und Nein beantworten. Wenn Chaos heißt, dass ich keinem Ziel hinterherlaufe, dann auf gar keinen Fall. Chaos ist das Schlimmste. Ja, also dann glaube ich, dann rutsche ich auch echt ab und dann habe ich halt vielleicht auch ungesündere Tendenzen im Leben, so, weißt du. Mhm. Ich brauche auf jeden Fall ein Ziel, ich muss mich einem Ziel orientieren und klar, mein Kopf springt hin und her und so, aber ich muss dieser einen Sache weiter nachgehen, also ich muss an einer Sache dranbleiben. So. Quasi 4-7. Marvli 19, danke schön dafür.
ich muss einer Sache nachlaufen, weil ich mich einfach für so viele Dinge, wie du siehst, auch interessiere, dass ich irgendwann sagen muss, stopp. So, ich liebe es, tanzen zu gehen, ich liebe es, Kampfsport zu machen, ich liebe das, ich liebe dies. Das hat jetzt alles Priorität Nummer 6 und 7 und ich muss jetzt erstmal mich um, was auch immer, dieses Battle kümmern zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich wollte schon immer irgendwie in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Ich wollte schon immer auf die Bühne. Ich war immer so eine Rampensau. Das war ich halt schon mal. Mein Kind mit ADHS, kennen wir. Ja, und ich habe das auch immer ausgelebt. Ich habe zum Glück auch, ich sag mal, auch Eltern gehabt, die mich auch immer irgendwie unterstützt haben dabei. Und auch cool. Mein Vater selber ist Albanischlehrer. Einige von den Leuten da draußen, die haben auch erkannt in den Videos. Also das ist ja wirklich... Gut, dass du das ansprichst. Ja, das ich, Kusi Gang, verzeiht mir, ich weiß, diese Frage hattet ihr die ganze Zeit im Kopf. Ist das wirklich dein Vater im Battle? Das ist mein Vater. Der Er ist Albanischlehrer. Er ist Albanischlehrer? Er versteht aber auch... Der spricht besser Deutsch als wir beide zusammen. Okay, gut. Jetzt... Wir kommen sofort zurück zu dem, was wir geredet haben. Ja? Ich habe eine Frage. Ich frage dich, also wie schaffst du das? Und ich sage dir, was ich damit meine. Ja, ich verstehe schon. Also der Gürtel hat wehgetan. Weil du, dass die Frage beantwortet. Spaß. Der Gürtel nein, nicht das. Nicht das. Den Gürtel, oder Gürtel war das. Bei mir war es Aschenbecher meistens. du gehst jetzt ins Battle und dein biologischer Vater, kommt mit dir und du battlest und da kommt jemand und sagt dir ins Gesicht, ich F deine... Ja, ich verstehe schon. Und dein Vater steht hinter dir. Ja. Nicht, er bekommt davon mit, im Internet. Er steht hinter dir. Ja, ja. Und er ist der deutsche Sprache mächtig, Bruder. Ja. Wie verpackst du das? Ist das für dich einfach nur, es geht jetzt gerade... Showmaker und alles andere, was privat ist, ist gerade ausgeblendet. Ich konzentriere mich nur auf die Show. Ja. Oder geht dir sowas nahe? Und das Ding ist, ich muss meine Frage erweitern. Wenn du das ausblenden kannst, Bruder, wie schafft es dein Vater? Ich glaube, mein Vater und mir ist sehr bewusst, dass es sich da um eine Form erstmal von Kunst handelt. Und es handelt sich um einen Sport. Also es gibt einen Sport, als eine Sportart mit Regeln. Das ist gleich wie mit dem Boxen. Ne? Also du hast Regeln, du hast einen Sport. Ja, das, was da gemacht wird, ist Gewalt. Bei uns im Battle ist es verbale Gewalt. Es sind Beleidigungen. Es sind schlimmste Beleidigungen und komplette... Das Schlimmste, was du verbal einem irgendwie noch sagen kannst. Ja. In einem Boxkampf oder in einem MMA-Kampf, was auch immer, ist es das Schlimmste, was du jemandem mit Händen und Füßen antun kannst. Verstehst du? Also, es geht noch ein bisschen dreckiger, aber es ist schon hart. Dann gehen wir, Alter, hier, King of the Streets, kennst du bestimmt. Ich, mit dem Beispiel war ich cool, ja. Alles cool. Ja. Aber es ist in dem Rahmen dieses Sports, das heißt, es ist in einem gewissen Regelwerk, manche Regeln sind geschrieben, manche Regeln sind nicht geschrieben. Es ist aber klar, dass es hier ein geschützter Rahmen ist, verstehst du? Das Rap-Battle oder der Käfig oder der Ring oder so, weißt du? Und das, was da drin ist, das bleibt da. Ich würde niemals auf die Straße zu irgendjemandem gehen und irgendwas in diese Richtung sagen. Wenn mich jemand auf der Straße beleidigt, das wäre vielleicht eine interessante Sache. Was, wenn mich jemand auf der Straße so beleidigt und jemand zu mir sagt, du Hurensohn oder du, was auch immer da kommen könnte. Twitch, Distanz. Alles gut. ich wollte, selbst da würde ich nichts machen. Das darf ich nicht machen, weil ich mich nicht darauf einlasse. So, weißt du? Also ich habe das halt einfach so gelernt, dass ich mich nicht darauf einlasse. Es gibt bei mir gewisse Grenzen, so, die man halt bei mir überschreiten kann. So, wenn ich warne die Leute auch nicht vor dieser Grenze. Ich würde die niemals ansprechen. Ich würde einfach, wenn es dann passiert, dann passiert so, weißt du? Es ist aber auf jeden Fall eine körperliche Grenze. Mit Verbalem würdest du mich auf der Straße niemals in eine Konfrontation locken. Da muss schon was passieren. Ja, und das Gleiche ist halt, deswegen, ich habe diese Distanz irgendwie auch sogar privat davor. Aber im Battle, auf jeden Fall, ist mir scheißegal. Der kann sagen, was er will. Der kennt meinen Vater nicht, der kennt meine Mutter nicht. Selbst wenn er da steht und weiß, dass da mein Vater steht und dahin auch hin zeigt und irgendwas sagt und bla bla bla. Ich weiß nicht, wie genau, was in meinem Vaters Kopf jetzt vor sich geht. Ne? Aber ich glaube, er kennt mich jetzt auch schon was länger und er kennt dieses ganze Battle-Rap-Ding was länger. Und er versteht auch die Kunst dahinter. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also mein Vater versteht, dass es... Er hat Verständnis dafür. Er hat Verständnis für die Kunst dahinter. Er versteht, dass es was Besonderes ist. Musstest du ihm das sagen?
Baba, pass auf, so und so und so und so läuft der Hase, damit du Bescheid weißt? Mhm. Oder hat er sich ein, zwei Sachen von dir angeguckt und hat sich das Wissen selbst angeeignet? Ich muss mit meinem Vater nochmal drüber sprechen, wie das genau war, weil ich hab damals mein Vater wusste, dass ich auf Rap-Battles gehe und so. Mhm. Ich habe das immer offen kommuniziert und ich habe mich aber am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen gedrückt, die Sachen zum Beispiel meinen Eltern zu zeigen oder so, weil war das ein bisschen unangenehm. Mhm. Also das, was jeder sich vielleicht im Chat denkt, das irgendwie ein bisschen, das kann man nicht machen. Kannst nicht deinem Vater hier zeigen, was ich hier gesagt habe, hier, ich habe dem seine das und deine dies und das dem Vater zeige ich ja schon, ne? Und aber ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe auch einfach eine gute Beziehung auch zu meinem Vater jetzt auch, oder generell zu meinen Eltern aufgebaut mit den Jahren und man kann einfach über alles reden, so, weißt du? Das ist einfach so, wir sind Familie, so. Also wenn du nicht mit deiner Familie über alles reden kannst, mit wem sonst? Verstehst du, was ich meine? Danke, Bruder. Weißt du, wir lernen ja Leute kennen im Leben und gute und enge Freunde, die wir so für 8, 9 Jahre kennen, 10 Jahre, 12, 15 Jahre und das sind unsere besten Freunde und so weiter. Wir können mit denen über alles reden. Warum kann ich nicht mit den Menschen, die mich großgezogen haben, mit denen ich groß geworden bin, kann ich nicht mit denen darüber reden? Bruder, vielen, vielen Dank, Bruder. Sehr gerne. Ich schwöre dir. Ja. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du das sagst. Weil diese Einstellung ist mit den Jahren bei vielen verloren gegangen. Ja. Bei vielen, also in meinem Umfeld, ja. Auch die Jüngeren, die reden nicht. Die reden halt nur das Wichtigste so, aber wirklich, was sie denken oder fühlen, das sprechen die nicht mehr mit ihren Eltern. Mhm. Die nehmen sich halt Leute von der Straße zu Freunde und unterhalten sich mit denen so und holen sich Rat von denen ein oder holen sich Rat dann von der Person. Aber dass man jetzt wirklich dahinterher ist, dass man mit dem Vater sitzt, von Mann zu Mann. Bruder, du kommst aus deinem Schwanz. Ja. Wenn du nicht, ja, du kommst von seinem Schwanz, wenn du mit deinem Vater nicht reden kannst, mit wem willst du sonst reden, Bruder? Ich sag dir, wie es ist, Bruder. Also, ja. Es hört sich so an, aber es ist Fakt. Ist also, Du redest von Mann zu Mann und er ist jemand, der hat das Leben schon 15 Mal durchgekaut. Ja. Er ist der erfahrenste Mensch, den ich kenne. Wenn ich mit ihm nicht über solche Sachen rede, Bruder, mit wem dann? Ja. Und gerade ist es auch so, wenn du die Leute pickst von der Straße und du vertraust ihnen etwas an, wie lange hält die Freundschaft? 10, 15, 20 Jahre und irgendwann streitet sich und dann fängt er da an, in den Rücken zu stechen. Ja, ja. Verstehst du? Deswegen diese Charaktereigenschaft, die du mit dir bringst und die du auch offenkundig einfach hinaus posaunst, das ist sehr wichtig, Bruder. Auch für die Jüngeren hier drin im Chat. Ja. Das ist cool. Und das ist noch krasser, Bruder, dass du einfach jemand bist, der, du bist zwar die Shaolin, die Kunstfigur, ja, aber die private Person, die du bist, die ist viel interessanter, finde ich. Danke, Mann. Das ist sehr, sehr großes Kompliment. Danke dir. Sam Bier, machen Pause. Dein Whisky to go und vegan nach Hause. Es geht rüber und runter. Es 6 Stunden später kann man runter. Kenn ja das, du weißt, was zu tun. RF, du Water, Magas, Afrika, Grumbo. Gasse schlaft immer frisch und nass. Sie fragt, ob ich eine Freundin hab. Sie will heiraten heute Nacht. So tut mir leid, Baby, geht nicht. Warum? Weil du hast keine deutsche Pass.